Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Lake Ridden hier mit dem wahnsinnig geilen Winterhimmel. Also nee, ist ja kein Winter, mit dem wahnsinnig geilen Sternenhimmel und hier dem schönen Mond und oh Gott, es ist so hübsch. Da muss ich gleich noch ein Fotochen machen. Ja, im letzten Part haben wir angefangen nach unserer Schwester zu suchen, die wohl in der Nacht aus ihrem Zelt verschwunden ist und in den Wald gegangen ist. Dann haben wir sie gesehen. Hier ist eine Schlucht und wir haben sie auf der anderen Seite der Schlucht gesehen, mussten aber einen Umweg finden, um zu ihr zu kommen. Und dann mussten wir hier, ja, durch diesen Wald haben eine kleine Lodge entdeckt. Und hier ist ein komischer roter Punkt. Kann man auch ranzoomen? Nee, kann man nicht. Okay, dann bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Partybeleuchtung? Weihnachtslichter? Hey, anyone in there? Sind das unsere Zelte? Hier ist eine Notiz. Empty. Where did they run off to? Okay, also sind jetzt alle Freunde weg. Wir haben auch rausgefunden, dass wohl mehrere Wanderer... Das sind aber alte Zelte. Dass mehrere Wanderer hier in dieser Lake Ridden-Region verschwunden sind. Das war nur ein Zelt hier, ja. Okay, dann haben wir hier... Schauen wir hier mal weiter. Das gucken wir uns gleich an. Hier gibt es sonst... hier ist eine alte Schale. Ach so, ich vergesse immer, dass man ja mit Rechtsklick sich das ganze Zeug anschaut. Sandwichbox braucht man nicht. Kennen wir schon. Dann schauen wir uns doch mal hier an. Dear Diary. I pulled it off. Mom thinks I'm staying with Susie while I'm really out here with Rich. He got one of his friends, Bob, to drive us to the old Lake Ridden Lodge. Apparently, they often hang out up there. Up here. He even knew the key code to the locked gate. Haha, I overheard him talking to Bob about how he thinks he's going to score tonight. He's definitely not. Hoping to have an amazing night. P.S. Rich is so sweet and so corny. Trying to seduce me, he prepared the sweetest campsite with colored lights and a cozy picnic. Like from some bad romantic comedy. No way Susie will believe me tomorrow. Alles klar. Hier ist wohl das Tagebuch, ist das wohl von einem Mädchen, das hier mit ihrem Fastfreund hier rausgefahren ist heimlich. Ja, und hier ihre Mutter denkt, dass sie bei einer Freundin bleibt, aber sie ist eben hier draußen mit Rich, ihrem Freund wahrscheinlich, Fastfreund, keine Ahnung, der heute Nacht scoren möchte, also einlochen, aber wahrscheinlich, egal. Das darf er dann aber nicht. Und er hat aber so was Süßes hier vorbereitet, diese ganzen, deshalb die ganzen Herzblättchen hier. Das ist also deren Campingplatz gewesen. I'm starting to feel dizzy, really dizzy, almost like I'm going to throw up. Just hoping I'm not turning sick. Figures the most exciting night in ages and I can't fully enjoy it. If sis passed something on to me before I left, I'll never forgive her. Okay, sie fühlt sich dizzy. Das ist doch eigentlich angetrunken, oder? So kurz vorm Kotzen. Sie hofft, sie wird nicht krank und ja. Dann PSSSSSS. Did Rich drug me or something? I need to stop being so paranoid. He's far too sweet. We have to wait until tomorrow morning for Bob to get back. This place was way more remote than I thought. Must have had something else on my mind. On mind? Wahrscheinlich on my mind during the drive out here. Rich is so worried about me, he hasn't even tried to do anything. He's a real sweetheart. Good night. Aha. Sie dachte hier sogar, dass der Rich ihr irgendwie K.O.-Tropfen oder so gegeben hat oder so. Aber sie soll nicht so paranoid sein. Okay. Und es ist wohl weiter draußen, als sie gedacht hat. Denn sie war nicht sonderlich aufmerksam, als... A few days later, the young girl was found wandering around the forest, mumbling. I'm not sure what happened to the guy she was with.
I know people went out looking for him, thinking he had done something to her. He somehow got away. Aha. Die sind also hier verschwunden und einige Tage später wurde das Mädchen wiedergefunden, vor sich hin flüsternd, vor sich hin murmelnd. Und der Kerl, also Rich wahrscheinlich, ist abgehauen? Wurde er nicht gefunden oder wurde er gefunden und es ist aber nichts passiert? Interessant. Können wir hier lang gehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Wow, das sieht schon wahnsinnig toll aus. Aha. Was bedeutet das rechts oben? Dass es lädt oder dass es speichert? Jetzt passiert bestimmt gleich irgendwas. Jetzt speichert's. Oh Gott. Ist das hier ein Buch an einem Felsen? Okay, hier ist eine Kreuzung wohl. Aha, hier machen wir mal an. Was ist das hier? 12. März 1985. I've reached the old gate. It was exactly the same as when my brother and I passed through here. We jumped over the wall that night, but I'm an old man now. Continued. I found a small box and I'm trying to get it open. Continued. The box is impossible to open. I'm going to jump over the wall. I leave my bag here for when I come back. Okay, 85 hat er das geschrieben. Das heißt, er ist nach 3 Jahren nicht zurückgekommen. Also er hat das alte Tor eben, das wie es auch früher war, hat es geschafft. Und dann hat er eine kleine Box gefunden und versucht, die zu öffnen. Aber er kann sie nicht öffnen und lässt deshalb seinen Rucksack hier. I'm going to jump over the wall? Das verstehe ich nicht so ganz. Hints? Nee, brauche ich gerade nicht. Find Sophia. Find the code for the lock on the gate. Das haben wir gemacht. Note with numbers. Note attached to gate. Love's letter. Lover's letter. Journal from the lodge. Hidden letter. Na gut. Wir sind hier gerade im Wald. Okay. Ich frage mich jetzt, müssen wir hier links lang? Was passiert, wenn wir hier links lang gehen? Kommen wir hier irgendwo entlang? Oder ist das... Nee, ich glaube, das ist eine Sackgasse hier, oder? Nee, hier kommen wir nicht weiter. Dann müssen wir wohl hier rechts entlang. Oder, ja doch, hier hoch kommen wir nicht. Das heißt rechts. Oh. Ah, das meinte er mit über die Mauer springen. Hier ist das die Box? Das muss die Box sein. Oh, warum ist denn die Maus immer so krass empfindlich? Nee, das... Keine Ahnung, was das ist. Wow, das sieht wahnsinnig toll aus. Gibt's hier irgendwie eine Lösung? No hints available in this area. Die Maussensitivität stört mich gerade extrem. Deshalb werde ich da mal kurz in den Optionen hier die ein wenig runterstellen. Jetzt ist sie natürlich langsamer, aber ist es hier jetzt besser? Ja, jetzt ist es hier besser. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Nee. Ach so. Ach, das macht einen Ton. Ah, das macht Töne. Aha, das hier ist so tief. Das ist hoch. Das ist auch hoch. Das auch. Und das hier ist mit Mittel, okay. Also, ah. Okay. Aha, das war das erste. Dann versuchen wir das zweite auch mal. Gott, okay, das war
das hier, das hier, das hier und das hier. Okay. Dann jetzt nochmal gespannt hinhören. Oh Gott, das war das hier. Das hier. Das hier. Das hier? Ne, ich muss es mir nochmal anhören. Unten, Mitte, Mitte rechts, oben links, unten Mitte, oben Mitte, unten Mitte. Also Mitte links, Mitte rechts, oben, unten, unten. So. Aha. Was ist das, ein Hammer? Added to... Inventory. Okay, jetzt haben wir es im Inventar. Ah, das ist ein Türgriff. Ah, das ist ein Gatepiece. Okay. Das heißt, wir haben es geschafft, die Box aufzubekommen. Der andere nicht. Entweder war der sehr dumm oder... Naja, ich will jetzt nicht so abfällig über andere Menschen reden hier. Nach rechts konnten wir nicht noch weiter, ne? Hier können wir jetzt zu dem Tor... Ah, und er hat wahrscheinlich versucht, hier irgendwie über die Mauer zu kommen. Wir können das aber einfach so machen. Hier ist noch ein Handschuh. I think it's missing a piece. Ach so, ja, natürlich, klar. Inventar. So, jetzt haben wir hier das Tor. Es wird gespeichert und hier ist noch ein Handschuh. Ist das der Handschuh von unserer Schwester oder von dem Mann, der hier lang gegangen ist? Oder sind hier merkwürdige Geräusche? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Okay, jetzt gehen wir hier durch einen Tunnel. You're probably wondering why I squeezed through that tight crevice. But at the time, I just needed to get to my sister quickly. Okay. I realized that I've been looking for my sister for some time. For that funny, carefree girl who was always so sweet. Aha, wir haben uns hier jetzt durchgequetscht und sind immer noch auf der Suche. Wir kommen ihr vielleicht näher, hoffentlich. Hier sind Treppen, das ist alles super verwildert mit den fetten Dornen hier. Hier sind noch so komische Steine, die irgendwie heller aussehen, als sie vielleicht sein sollten. Ich weiß es nicht genau. Aha, hier ist noch eine Lampe, die wir anzünden können. Aha. Ich frage mich, sind die Lampen sowas wie Checkpoints? Können wir hier lang gehen? Geht's hier irgendwie... Ah! Hier können wir... Ach so, zurück. Ah, das ist eine andere Lampe, die an ist hier, oder? Nee. Ach so, das ist derselbe Weg gewesen. Ach so, okay, ein kleiner Rundweg. Dann würde ich sagen, gehen wir hier geradeaus weiter. Ist das hier ein Sumpf? Oh, wow, das sieht megamäßig aus. Boah, das sieht richtig krass aus. Da muss ich nochmal ein Foto machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier den Weg entlang, machen hier nochmal die Lampe an. Hier können wir auch hin. Hier gibt es... Ah, hier ist wahrscheinlich ein neues Rätsel. Aha. I think a piece is missing. Hier fehlt ein Teil. Das hier? Nee. Hier liegen nur Steine. Das ist... ist das ein Vogel? Ah, hier sind auch Teile. Ich mach mal hier die Kerzen an, damit wir eine bessere Sicht haben.
Boah, wie viele Kerzen hier sind. Ah, hier geht's auch noch weiter. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt hier. So. Hier sind Runen. Und hier müssen wir... Aha. Das haben wir jetzt abgezeichnet, oder wie? Das ist ein S, hier eine Heugabel, ein Dreieck und ein Sternchen. Note added to notebook. Die Dinger sind jetzt im Inventar. Okay, dann gehe ich mal hier entlang weiter. Das ist hier doch das Dreieck, oder? Gott, hier gehen... I found myself in the most stunning garden I had ever seen. Forgotten for many years. Sophia had obviously not been there. I needed to find a way out. Ja, wir müssen hier wieder rauskommen. Weil Sophia hier wohl offensichtlich nicht drinnen war. Oh, ist das ein Sarg? Ich hoffe doch mal nicht. Ah nein, okay. Hier ist ein Brief. 15. August 1884. Dear Mr. Construction Worker, welcome. I am Ina, the owner of the estate. If you have spoken to Miss Nelly, she probably said exaggerated things about me. I assure you that I am quite a rational person. I hope you've gotten the plans for the lower garden. The stone pieces are to be handled with great care. I must say that I'm not truly content with having a couple of ruffians running around my lands, but Miss Nelly forced me to hire you. I would much rather do it myself with what said. Know that I will keep an eye on you, yours, Ina. Also, hier wurde der Garten, hier spricht Ina, der Besitzer des Gartens, und der sagt hier, man soll mit den Steinen, die Steinteile, die haben wir, glaube ich, eingesammelt, mit denen muss man sehr vorsichtig sein, und er möchte es eigentlich lieber selbst machen, aber das geht nicht. Okay, hier ist noch eine Lampe. Wir können aber auch hier oben lang gehen. Gott, ich ahne Schlimmes. Ich werde mich hier einfach des Todes verlaufen, das weiß ich jetzt schon. Hier muss wahrscheinlich das... I think a piece is missing. Der Inventar war hier. Das Dreieck muss wahrscheinlich hier rein, oder? Nee. Doch, das Dreieck war's. Ah. Wow. Aha. Okay. Wir das wieder drehen. Okay. Okay. Jetzt leuchtet es zumindest mal schon mal. Ah, jetzt ist das Ding hier. Jetzt. Ach so, das bleibt aber immer da, oder? Ja, okay, das bleibt immer hier geradeaus. Dann lasse ich das mal erstmal. Und gehe zurück. Hier war das Dreieck. Oh Gott. War das... Wo ging es denn hier lang? Hier sind wir hergekommen. Dann gehe ich mal hier lang. Einfach nur, weil ich wissen will, wo man hier hinkommt. Hier ist noch ein Rätsel. Oh Gott. Reset R. Aha. Wahrscheinlich müssen... Oh nein, ich ahne es. Wir müssen alle Punkte... Alle Dinge. Ah! Und es tauscht immer die umrundeten Felder aus. Das heißt, wenn ich das hier jetzt drücke... Oh Gott. Das erinnert mich sehr an Quern. Das war schon ein echt cooles Spiel. Das habe ich so gerne bei Vincent geschaut. Wie kriege ich denn das hier jetzt? Ah. Das ist gemein. So, hier haben wir jetzt die...
Oh Gott, ich ahne es schon. Das wird ein Spaß hier. Ah, okay. Geschafft. Was haben wir jetzt hier? Congratulations on finding the first puzzle box, kids. The lower garden didn't exist when I came to the estate. The carpenter said it would be impossible to use the sunken land. As you can see, I proved them wrong. In only 10 years, I managed to drain the water permanently. I created a beautiful garden, but more importantly, an area for scientific experiments. Aha. Also innerhalb von 10 Jahren wurde der Garten hier trockengelegt und da wurden dann wissenschaftliche Experimente mitgemacht. Interessant. Sehr interessant. So, hier hoch können wir nicht. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen hier wieder runter. Hier ist was. Ach ne, das ist nur ein Stein. Dann haben wir hier wieder eine Lampe. Hier ist noch eine verloschene Lampe. Erloschene Lampe. Hier sind wir wahrscheinlich runtergekommen. Da ist der Weg. Ja, okay, das ist der Weg zu der Puzzlebox hier wahrscheinlich, ne? Ja, okay, genau. Der Weg zur Puzzlebox. Dann gehen wir hier wieder runter. Und gehen dann aber mal hier entlang, damit wir hier schön viel entdecken können. Was ist das hier? The symbols are of ancient knowledge. From the darkness they amass their power. Aha, from the darkness. Hier die Symbole sind von altem Wissen. Aus der Dunkelheit ziehen sie ihre Kraft. Dunkelheit, der Junge, der wurde doch in die Dunkelheit gezogen, oder? Ah, interessant. Können wir hier nochmal? Nee, das ist nur dasselbe. Okay. Können wir hier oben? Steht hier noch? Ach, das steht da oben drauf. So, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier wieder zurück zum Weg. Und ich glaube, wir sind von hier gekommen, ne? Ja, ah, hier können wir auch noch anmachen. Nee, sind wir wirklich von hier gekommen? Ich glaube, wir sind von... Hä? Ich glaube, wir sind von hier links... Nee, stimmt, wir sind von hier gekommen. Okay. Das Dreieck... Ah! Okay, hier ist der Stift... dieser Strich und das Dreieck muss 1, 2, 3 rechts daneben davon sein. Okay, dann können wir jetzt gerade nochmal zurück zu dem Dreieck rennen. Von unten Mitte 3, das ging hier lang. Und dann ging es hier entlang, ne? So. Hier Upsa, das wollte ich nicht. Hier muss das sein. 1, 2, 3. Das Dreieck. Gut. Das hätte ich zwar eigentlich auch im Notebook nachgucken können und dann ging es hier wieder runter. Wo ging es denn hier nochmal lang? Oh, hier ist auch noch eine Lampe. Habe ich die übersehen? Ah, hier ist eine umgestürzte Lampe. Hm. Habe ich das übersehen? Nee, habe ich nicht. Und hier? Warum ist es denn hier so dunkel? Achso, hier war der Weg. Okay, nee, dann gehe ich jetzt wieder hier runter und zurück. So, dann haben wir das hier geschafft. Das leuchtet jetzt auch. Ah, perfekt. Okay, dann... wie viele Steine haben wir? Wir haben noch... Hier, ist das die Heugabel? Pebble with Symbol. Achso, ist das die Heugabel hier? Wahrscheinlich. Dann dürfte das hier das S sein. Das ist auf jeden Fall der Stern. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier entlang weiter. Und ich denke mal, ich werde das aber hier im nächsten Part weiterlösen, das Rätsel. Warte mal, da müssen wir uns mal merken. Ah nee, das haben wir im Notebook stehen. Dann werde ich... Ah, hier ist das S. Okay, dann werde ich im nächsten Part das S weitermachen. Ich hoffe, euch hat dieser hier gefallen. Und wir sehen uns dann in einem neuen Video. Tschüss!